Per questo abbiamo un potenziale di testi screening molto sufficiente. Wie schaut der denn aus? Ich erfinde das nur an. Das ist eine statistische Umfrage. Wir versuchen dem Schulpersonal, bei den Oberschülern, 18 Jahre Stagione, die Studenten der Scuola Superiore di Vercento, das soll es von der Familie. Und nicht nur das, was auch schon noch in der Frage vorhanden, wo wir dann versuchen, anwenden, in Klassen, da wir dann werden. Mit dem Campo Ultra-Jugendmission erklären zu können, was wir da gemacht haben, wie das Projekt ist künftig. Das Projekt ist sozusagen aufgestellt, die Initiale, die Avalutare, Zone, Avalutare, Kommune, la scuola, Kommune, quartiere o uno. Questo campione che noi abbiamo creato viene sostituito ogni 4 settimane. Poi, come tra l'altro nel primo progetto si sono dei comuni, i comuni, l'Eura, grazie in particolare alle direzioni, anche i medici di medicina generale e le farmacie che ci permettono di far effettuare questi test in maniera molto comoda. Costituito il tutto, noi, come diceva l'assessore, abbiamo un campionato dall'Eura, le regole di base, sono state estratte e selezionate dall'asta della quinta, l'anno prima della maturità, che anche questi volontariamente si sottopongono al test. Per un totale di 5.200 persone che si... Non era chiaramente possibile indirizzare la scelta del campione che avrebbe perso il senso statistico di tutto. Esiste però un ambito molto particolare di nicchia dove questo sistema ha una collocazione ideale perché è una modalità di raccolta decisamente poco invasiva e noi sappiamo che sì, c'è stato un po', cioè non è una pratica molto, molto carina, no? Con sotto corse. Campioni e si avvale di un dispositivo che l'assessore diceva prima che non troppo perché altrimenti la saliva rischia di non essere. E per la valutazione è necessario del personale di laboratorio, ma ha un vantaggio estremo quello di essere poco invasivo. E quindi lì, cosa posso dire? Stiamo avviando questo progetto pilota con 2 classi intanto in una settimana. Kurz zurückblenden darf, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich alle an die für uns ja, dramatischen Tage, als wir täglich geschaut haben, wie viel zusätzliche Patienten werden auf Intensivstationen aufnahmepflichtige Situationen. Ich kann mich an ein, ich darf sie zitieren, weil sie auch hier ist, an ein abendliches Telefonat mit Valeria Frangipane erinnern, hier Zahlen gedrückt hätten, indem man Leute auf Intensivstationen, von diesen Intensivstationen, frisch überfüllten Intensivstationen unter die Leute, zeigt ihnen, was hier ist für sie auch nicht real. Das war die Situation vor der Intensive. Das war die Ausgangssituation und dann ist Südtirol testet, wie gesagt, für mich als ist es gelungen durchzuführen, was viele nicht geglaubt haben, was viele Skeptiker uns auch ganz. Morgen werden wir eine Pressekonferenz haben, wo wir auch Daten nochmal vorstellen dazu, im Detail, was hat es wirklich auch rechnerisch gebracht, datenmäßig gebracht. Ich als kleines Land Südtirol, darauf glaube ich, dürfen auch wir Südtiroler stolz sein, denn die Südtiroler haben das ermöglicht. Ci dà sicuramente delle informazioni aggiuntive, ci dà oltre a quello che facciamo fino adesso col contact tracing, con l'indagine specifica.